NPD vertritt in ihrem Grundsatzprogramm die Forderung nach einer raumorientierten Volkswirtschaft. Was darf man darunter verstehen? Ja, das Bekenntnis der NPD in dem alten und auch in dem neuen Parteiprogramm verstärkt zur raumorientierten Volkswirtschaft ist ja eigentlich nur eine logische Konsequenz aus der nationalpolitischen Verortung, Standortbestimmung der NPD überhaupt. Denn die Entwicklung, die wir heute haben, der Fliehkräfte der Gesellschaft, der Fliehkräfte des Volkes und der Nation, des Auseinanderdriftens, des Aussterbens ganzer Regionen, der Verwahrlosung ganzer Landesteile und so weiter, hängt ja damit zusammen, dass eben die Wirtschaft vom Raum abgekoppelt wird. Die Wirtschaft wird vom Raum abgekoppelt und das Kapital wird von der Wirtschaft abgekoppelt, was wir also hier ganz deutlich in der Finanzmarktkrise beobachtet haben und noch sehen und noch stärker sehen werden. Und dann ist es klar, dass eine nationale Partei, die also besorgt ist um den Weiterbestand des Volkes, der Nation, aber auch der gewachsenen Gesellschaft auf regionaler Ebene, dass eine solche nationale Partei diesen Weg der raumorientierten Volkswirtschaft anpeilen muss. Läuft das nicht auf das alte Konzept der Autarkie hinaus? Nein. Es geht uns nicht um Autarkie, das wird uns sehr oft vorgeworfen. Ja, diese alte Vorstellung, geopolitische Vorstellung, also einer strategischen Autarkie des Hortens von Produkten, um Kriege führen zu können im Extremfall und dergleichen mehr, das ist überhaupt nicht unsere Denkkategorie. Also das ist eine böswillige Unterstellung. Wobei selbstverständlich eine Ausgewogenheit und Differenziertheit und Vielseitigkeit der Wirtschaft sozusagen für eine versorgungsmäßige Redundanz sorgt. Ja, was sie uns sicher auch gut tut, gerade als in der derzeitigen sehr instabilen weltwirtschaftlichen Situation. Aber worum es uns eigentlich geht, ist einfach die Tatsache, dass eine Leistungsgemeinschaft, eine Wirtschaftsgemeinschaft, eine sozioökonomische Basis für die Gesellschaft notwendig ist, damit eine Gesellschaft überhaupt lebensfähig bleibt. Es gibt das bekannte Modell der Thünenschen Ringe von dem Johann Heinrich von Thünen, der ja seinerzeit postulierte, dass die Intensität der Wirtschaftstransaktionen sozusagen von der Entfernung zum sozialen Zentrum abnimmt. Und wir stellen heute fest, es ist nicht nur so, dass die Intensität der Wirtschaft vom Abstand zum Zentrum oder von der sozialen Eingebundenheit abhängt, sondern die soziale Eingebundenheit braucht auch eine intensive, lebendige sozioökonomische Wirtschaftsbasis. Völlig unabhängig von der Versorgung, völlig unabhängig von irgendeiner Autarkie. Uns geht es um die Struktur unseres Gemeinwesens. Dass unser Gemeinwesen, unser Volk, die Nation, das Deutschland, das Sachsen, dass die Region Oberlausitz, Erzgebirge, was auch immer, dass alle Teile dieses Landes überlebensfähig bleiben. Und Autarkie ist also eine Vorstellung, die in diesem Zusammenhang allenfalls am Rande eine Rolle spielen könnte. Zur Finanzpolitik heißt es im neuen Programm unter anderem, dass kurzfristiges Spekulationskapital bekämpft und der Zinswucher unterbunden werden soll. Wie ist das zu verstehen? Ist das die bekannte Forderung nach Brechung der Zinsknechtschaft? Und wie realistisch sind solche Forderungen angesichts der globalisierten Finanzwirtschaft am Beginn des 21. Jahrhunderts? Ja, wir wollen ja genau diese globalisierte Finanzwirtschaft beseitigen, weil wir für eine raumorientierte Volkswirtschaft sind. Und eine raumorientierte Volkswirtschaft braucht das Kapital, den Kapitalkreislauf.
Und eine globalisierte Finanzwirtschaft bedeutet, dass der volkswirtschaftliche Kapitalkreislauf kaputt geht. Das ist genau das, was wir erlebt haben mit Kreditkrise und so weiter und so fort. Und deswegen wenden wir uns genau gegen die globalisierte Finanzwirtschaft und alle ihre Ausdrucksformen. Ja, und eine Ausdrucksform ist zum Beispiel Zinsspekulation. Wenn beispielsweise Commercial Papers in Deutschland, in Europa verkauft werden, emittiert werden und verkauft werden zu relativ niedrigen Zinsen und die Gelder, die dabei eingenommen werden, benutzt werden, um langfristige, höher verzinsliche Asset-Backed Securities, also ABS-Papiere, einzukaufen und dann zu verdienen an der Zinsdifferenz, dann ist das genau ein Beispiel für diese volkswirtschaftlich völlig idiotische Finanzmarktpolitik, Finanzart von Finanzmarktgeschäften, die geeignet ist, das, was das Kapital eigentlich in der Volkswirtschaft bewirken sollte, zu zerstören und zu unterminieren. Das Kapital hat ja in der Tat eine Aufgabe in der Volkswirtschaft. Unser Kapitalismus heißt nicht, dass wir Kapital ablehnen. Das wäre idiotisch, weil jeder kleine Unternehmer weiß, dass er Konkurrent braucht. Das Kapital hat eine Pufferfunktion, eine Ausgleichsfunktion, wie ein Druckausgleichskessel in einem Heizungssystem. Das Heizungssystem würde ohne Druckausgleich auch nicht funktionieren. Und genauso ist es mit dem Geldkreislauf in unserer nationalen Volkswirtschaft. Der funktioniert auch nicht, wenn es nicht das Kapital als Puffer gibt. Aber dieses Kapital muss national sein. Das ist unsere Forderung. Also wir lehnen radikal genau diesen internationalen Finanzkapitalismus, von dem hier die Rede ist, ab. Und alle die Formen, die wir im Parteiprogramm anprangern, wie eben Zinswucher und so weiter und so fort, Spekulation, sind Ausdrucksformen, sind Ausprägungen davon, die bekämpft werden müssen. Herr O., vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch.